Hallo zusammen, hier ist wieder der Metalstomix, der Modellbahnhof. Wir können jetzt weitermachen. Folge 27. Ich bin ja mal gespannt, ob ihr die Folge 26 schon freigeschaltet habt. Es geht gerade knapp zu. Deswegen muss ich mich gleich hinsetzen und noch eine Folge drehen. Ansonsten sehen wir uns erst am Wochenende. Gut, kein Problem. Ich pack das Ding aus. Bis gleich. Da sind wir wieder. Ich habe natürlich gleich wieder das Ding anpacken müssen. Warum auch immer, ich kann es nicht erklären. Und da fällt mir gerade ein, ich habe den Rumpf schon weit weggelegt. Da muss ich dann gleich nochmal gucken. Genau, da war ja Tipps und Tricks was drin, wie man den Rumpf ein bisschen lagern kann. Und da muss ich nochmal lesen, was da drin stand. Könnt ihr auch mal ein bisschen durch die Kommentare blättern und schauen, was der ein oder andere als Kommentar hinterlässt. Und vor allen Dingen, ihr könnt es auch vielleicht mal ausprobieren selber. Vielleicht habt ihr es schon gemacht. Dann schreibt rein, wie eure Erfahrungen so sind. Wir haben ein paar schöne Bauteile. Das Gute dran ist, heute wird es reiner, richtig schneller, kurzer Bauspaß, weil die Teile kommen mir alle bekannt vor. Die wichtigsten Baufehler habe ich schon gemacht. Das sollte eigentlich alles wunderbar funktionieren. Wir können uns ein bisschen konzentrieren auf sonstige schiffstechnische Anlagen. Befäßübermittler mit umgehängten Kopf für den Sprecher. Ja, die sahen ein bisschen anders aus wie heute. Und Musik war da auch nicht unbedingt drin. Dann haben wir hier. Ah, die Bilder könnt ihr euch mal genauer angucken, wo versteckt die Funktechnik war. Telegrapher, Telegraphgeber, Maschinentelegraphgeber, Schiffswellenumdrehungsanzeiger. Freunde, das würde heute im Deutschen nicht mehr durchgehen. Es würde alle verdenglischt, würde alles verdenglischt werden und dann, wer weiß, wie das heißen würde. Ihr könnt euch mal die Arbeit machen und Mühe. Ihr könnt es ja mal transferieren oder übersetzen. Was heißt das jetzt? Das Typhon der Bismarck. Der Scheinwerferplattform. Ja, was ist das? Signal. Oh Gott, jetzt geht's los. Signallaternenanlage. Freunde, ich lasse es lieber. Stürzt dich lieber in die Katastrophe des Baues. So, hier haben wir noch ein paar schöne Skizzen. Und das finde ich interessant. Hier, wenn ihr historische Aufnahmen seht, dann könnt ihr euch vorstellen, wer eine Links-Rechts-Schwäche hat, der könnte meinen, statt kleine Fahrt. Oh, wie war das nochmal? Große Fahrt? Schief gegangen. Langsame Fahrt zurück. Moment. Ach so, mit Kreis und hier. Das wird auch lustig. AK voraus. AK. Fällt mir jetzt nicht ein. Hilfe, Freunde. Was ist AK? Fällt mir nicht ein. Ankersignal. Das haben wir gleich drauf. Also, ihr könnt mich festbeißen. Hier würde ich. Ja. Das Ding würde ich auswendig lernen. Und dann Memory spielen. Genau. Aufdecken und sagen, was es ist. Und Kontrolle, ist es richtig? Gibt es ein Bögenchen? Weglegen. So, der kleine Kreuzer. Die Dinger gefallen mir ja immer wieder sehr gut. Der kleine Kreuzer Regensburg. Im Ersten Weltkrieg auf hoher See Ölgemälde von immerhin recht spät. Das würde ich mir kaufen, wenn es nicht allzu teuer wäre. Warum nicht? Sieht doch schnieke aus. Bekannteste kleine Kreuzer. Die SMS Emden, genau den Bausatz habe ich da. In Kombination mit der SMS Dresden. Ich habe das mal gezeigt in einem meiner Folgen Modellbautagebuch. Ich musste ein bisschen über Neupreis zahlen. Aber ich habe es da. Wenn mich die Lust überfällt. Warum nicht? Das ist aber, wenn dann im Winter. So, wir sind wieder im Korallenmeer und wir sehen ein paar schwammige Bilder. Wieder von der Shokaku, von dem Flugzeugträger aus Japan, der japanischen Flotte und der Todeskampf der USS Lexington.
So sieht's aus. Und die nächste Folge, das wird auch nicht so kompliziert. Also, dann können wir ein bisschen take it easy, ein bisschen zurück ausspannen. Und ja, da bleibt mehr Platz. Ich habe ja noch Bauschulden. Vielleicht kann ich da was parallel bauen. Manche wissen das ja noch. Das ist wie immer mitunter tägliches Schulhofgespräch, beziehungsweise der Kollege da oder die Kollegen, mit denen ich mich da unterhalte, stiegeln ja immer wieder. Aber das gehört zum Leben. Ich muss ja ertragen. Die Deppen. Quatsch. Nein, alles gut. Das stachelt mich an. Bisschen mehr zu machen. So, ach so, ich muss einen Rumpf suchen. Machen wir einen Schnitt oder machen wir es mit Geräusch? Müssen wir mal gucken. Ich mache einen Schnitt. Jetzt habe ich gerade das Mikro umgeworfen. Okay. Ton läuft. Band ab. Da sind wir wieder. Ich habe ganz vergessen, mal hier so die Teile vorzustellen. Hier haben wir diesen Marker, den ich ja letztens an das falsche Kabelende angeklebt habe. Und zwar an die LED statt an den Stecker. Sollte mir nicht wieder passieren, da brauche ich nicht in die Bauanleitung gucken. Hier haben wir die Halterung. Die haben erst letzte Serie verbaut. Auch kein Problem, das machen wir mit der schwarzen Schraube. Guck, Paula-Bertha-Schraube, BP. Dann haben wir noch einen Sack voll AM-Schrauben, heißt Metallschrauben, Metall auf Metall, der Größe A. Dann haben wir noch ein Plastikteil, ihr wisst, wo ich es hinschmeiße. So, und dann haben wir hier einen Verbinder noch. Und komm her. Mensch. Okay. Komm her, der will nicht verbaut werden. Jedenfalls, den Rumpf musste ich gar nicht lang suchen. Er wird ja immer bigger, größer. Und von der Größe her müsste man mal kurz gucken. Erst den Verbinder dran, fummeln. Wo ist klar? Die sehen irgendwie gleich aus. 3. Aber jetzt legen Sie die Schrauben, Verbindungsstück. Gibt es da irgendwie eine Orientierungshilfe? Und zwar längs nicht. Hier ist eine 3 drauf, wisst ihr ja alle. Und dann längs. Und da ist es wahrscheinlich Wurst. Wie rum? Jetzt hätte ich vielleicht doch das mit der Plastikflasche probieren sollen. Naja, da muss ich jetzt irgendwie durch. Ja, es geht. Und die Schere ist abhanden gekommen. Vielleicht so ein bisschen hochrutschen, da ein bisschen hinrutschen. Das Arrangieren doch auch ein bisschen. Hätte man ja vorbereiten können, aber nein. So. Eine bleibt drinne. Ja. Statisch aufgeladen. Zack. Und schon klebt sie fest. So. Und dann wollen wir mal ein bisschen schrauben. So. Das Ganze mache ich mal ohne Musik. Sonst kriege ich wieder ein Copyright verpasst. Wer will, kann ja mal mir Vorschläge machen und sagen, pass mal auf, da gibt es freie Titel, Musik. Das könnte ganz gut passen zu deinem Kanal und zu dem Modell. Dann schreibt mir doch mal. Oder setzt mir Links rein. Und ich würde sie mir dann schon angucken. Und anschauen. Ja. Und mit Sicherheit, wenn es gut klingt, stimmig ist, würde ich das natürlich auch einbauen. So. Weil ich muss ja bauen, Freunde. Ich muss ja bauen. Ich kann nicht Musik suchen, das passt nicht. So, jetzt mal kurz gucken, dran tackern. Ja, haben wir da ein Problem? Haben wir da was falsch gemacht?
Vielleicht ist das auch gar nicht so gemeint. Echt? Ich muss wegen dem Teil gucken? Gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Ich werde das Ding doch nicht falsch angebaut haben. Ich werde das Ding wohl falsch angebaut haben. So. Quatsch. Natürlich. Blödmann. Darfst natürlich nicht die breite Seite da dran machen. Die kurze. Oh, Schreck, lass nach. Ha, da merkt man mal wieder, ich bin kein Schiffsbauer. Immer das volle Programm am Anfang. Und, naja, typisch, typisch. Immer das meiste zuerst. Das Fetteste, das Dickeste. So. Rein damit. Schraubstuchen wieder. Mein Akkuschrauber könnte mal wieder aufladen. Aber wegen 4 Schrauben. Nö. Muss nicht sein. So, was macht mein großer roter Held eigentlich da drüben? Passt er wieder? Der müsste doch. Nö, der passt nicht mehr. Was habe ich denn da bloß angestellt? So, der Kleine hat nochmal ein paar Umdrehungen Power drauf. So, jetzt gucken wir uns das spanische Chaos mal an. Boah, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Also wenn ich das wieder in die Kiste verpacke, weil nach der Folge ist ja wieder ein bisschen Ruhe, da muss ich ein bisschen aufpassen, wie ich das ein bisschen schütze. Muss mal gucken, was ich so Luftpolsterfolie oder, wie ich das lagere. Ja. Damit ist der Rumpf erst einmal erledigt. Und wo machen wir denn jetzt weiter? Wir machen jetzt weiter mit dem Kabel. Genau. Das können wir nur so verbunden lassen. Verbundi, El Bundi. Und jetzt machen wir den Marker ab. Den Kabelmarker hier. B6 haben wir jetzt hier. Und wichtig, der kommt an die Stecker. An den Kabelende mit dem Stecker dran. Das sollte man, wie gesagt, genau hinschauen. So. Muss ja nicht Dupfer genau passen und stimmen. Erledigt. Sehr guter Bauschritt. Und die Halterung bzw. die Schraube müssen wir noch rausholen. So, eine reicht. Es sei denn, es schnipst mal wieder was weg. So. Dann brauchen wir das Oberdeck. Das hier. Und müssen noch die LED reinquetschen. Aber ich glaube, ohne das Kabel raus auseinanderzunehmen, wird es ein bisschen komplizierter. Ich habe ja hier das andere wieder zusammen gebunden, damit das nicht so endlos hier rumhängt. Das muss nicht sein. Das könnte vielleicht bloß gequetscht werden irgendwie. Deswegen habe ich das wieder zusammengebunden. So. Machen wir wieder das Schwarze nach oben oder wie sieht es aus? Ja, das Schwarze nach oben. Das schwarze Kabel nach oben. Bloß keine Angst. Nee, warte, keine Angst haben, das funktioniert schon ganz gut. Genau. Es sieht halt hier, ich meine, das schwarze Kabel nach oben. Da ist das hier gemeint. So. Das haben wir erledigt. Jetzt kommt noch ein leichter Teil. Ich liebe, wenn ein Plan funktioniert. Jetzt machen wir es halt andersrum. Jetzt machen wir die. Wie war das nochmal? Backbord und Steuerbord. Backbord, Steuerbord. Habe ich mir nicht gemerkt. Das ist die linke Seite. Guckt man nach vorn oder nach hinten. Rechts war immer das Steuer.
Steuerbord rechts ist dann die Seite, oder wie? Dann machen wir jetzt das Backbordlicht. Also ich versuche mir das schon irgendwie zu merken. Das gelingt mir nicht immer. Ja, wir können mal reinschreiben, ob das jetzt so stimmt, ob ich mir das richtig gemerkt habe. Steuerbord rechts in Fahrtrichtung. Hoffe ich doch. Und wenn nicht, muss ich mir eine neue Eselsbrücke einfallen lassen. Du Esel. So, ich binde das wieder zusammen. Damit ist auch diese Baufolge erledigt. Das heißt, wir haben das Lämmchen eingebaut, das Positionslicht, oder wie heißt das Ding? Licht an die Kabel, bla bla. Trägerfolie, nö. Verschrauben, verschrauben, verschrauben. Und der Rumpf und das Brückendeck mit dem Backbord. Was haben wir jetzt reingebaut? Jetzt kontrolliere ich mich mal selber. Ich habe doch die B6 reingebaut. Backbord, B6, weil B5 war gestern. B6, Backbord. Dann wäre meine Theorie falsch. Weil Steuerbord wäre dann hier. Also, alles klar. Fuck. Ich brauche eine neue Eselsbrücke. Steuerbord ist links in Fahrtrichtung. Oder gucken die Seemänner immer in die falsche Richtung. Schauen die sich das nach hinten an. Man weiß es nicht. Oder ich weiß es nicht. So, das war's dann. Wir haben einen schönen Rumpf weiter fertiggestellt. Das Oberdeck ist ein bisschen komplettiert worden. Und ansonsten warten wir auf die nächste Lieferung. Das wird ein bisschen dauern. Gebt schöne Daumen. Wie gesagt, mit ab 27 Daumen wird die nächste Folge freigeschalten, beziehungsweise ich würde sie dann anpacken, sobald ich das Material da habe. Und ansonsten baue ich noch für mich. In dem Sinne, ich weiß, ihr gebt mir die Daumen. Ja, jawohl. So soll es sein. Ciao, tschüss. Euer Wettersnummer X, ja, macht inzwischen mal mit dem anderen Modell weiter. Bye.